بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist eine Sitzung über das Thema die Verwandtschaft des Wissens. Wir haben einmal vor ein paar Tagen über Sa'id al-Musayyib geredet, Tabi'i, die große Tabi'i. Sa'id ist sehr bekannt. Das ist ein Schwiegersohn von Abi Huraira. Und er hat die großen Sahaba gesehen. Er hat Umar und Uthman und Ali gesehen. Er hat von vielen Sahaba gehört. Von Ibn Umar, von Abi Huraira, von Sa'd ibn Abi Waqqas. Er hat von vielen gehört. Er hatte auch viele Schüler. Und ein Schüler von ihm ist Imam Muhammad ibn Muslim Abu Bakr Az-Zuhri. Das ist ein Schüler von ihm. Er lernte bei ihm 8 Jahre. Der war sehr geduldig, dieser Imam, dieser kleine Tabi'i, Imam Az-Zuhri, der war sehr, sehr geduldig. Weil er war lange bei dieser Tabi'i, Sa'id al-Musayyib. Und er hatte viel Reisen. Und er hat viel gelernt. Dieser Imam Tabi'i, der kleine Tabi'i, Imam Az-Zuhri, er ist der Imam von vielen Gelehrten. Also er hat ist wie ein Drehpunkt. Er lebte in Al-Medina, er ist Qurashi Medani, also er stammt von Bani Zuhra. Bani Zuhra, er trifft mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinen Stamm, also mütterlicherseits. Er trifft mit ihm, also er ist Qurashi und Medani, also er ist in Al-Medina geboren, er lebt in Al-Medina und in Al-Medina aufgewachsen. Aber er lebte sehr lange in Scham. Deshalb, er hat Schüler überall. Er hat Schüler in Scham, viele davon Imam Al-Awza'i, sehr bekannt. Und in Al-Medina sein Schüler ist Imam Malik. Und er wisst, dass die Gelehrten kommen nach Al-Medina und Mekka und die treffen viele Gelehrten dort. Und die haben Al-Imam Az-Zuhri getroffen, wie Al-Layth ibn Sa'd, Abu al-Harith, Al-Layth ibn Sa'd in Ägypten. Das ist ein Faqih von Ägypten. Die hat auch von ihm gelernt. Und Al-Imam Sufyan ibn Uyayna in Mekka hat auch von ihm gelernt. Also es bedeutet, diese großen Imame, die haben von ihm gelernt. Jetzt, wir konzentrieren uns auf Imam Malik. Ist ein Schüler
von Az-Zuhri, Imam Malik sagt, wir haben auch das Wissen von Sa'id Musayyib genommen, der große Tabi'i. Imam Malik, der war in Al-Medina. Sein Stamm ist Himyari aus Jemen. Sein Großvater kam nach Al-Medina für eine Angelegenheit und er blieb dort. Imam Malik, als er klein war, er hatte das Wissen nicht studiert. Aber sein Bruder Nazm hat studiert. Und schau, was der Vater von ihnen macht. Das ist die Erziehung mit einer guten Art und Weise. Die beiden saßen, die waren klein, zu Hause und er hat eine Frage gestellt. Eine Frage über das Wissen. An-Nazm hat geantwortet, richtig geantwortet, und Imam Malik, er hat nicht richtig geantwortet. Dann, was sagt der Vater? Sagt, oh, du Malik, du bist sehr mit Tauben beschäftigt, weil er hat sehr viele Tauben zu Hause. Er war sehr beschäftigt damit. Und dieser Satz, der hat nicht laut geredet oder, der hat nur diesen Satz gesagt. Und das hat das Leben von Imam Malik geändert. Imam Malik, wenn er zum Halaqat geht, in Al-Masjid al-Nabawi in Al-Medina, die Schüler sagen, das ist der Bruder von An-Nazm. Weil sein Bruder war bekannt, hat gelernt. Nach ein paar Jahren, die haben gesagt, An-Nazm ist der Bruder von Malik. Imam Malik ist sehr bekannt. Imam Malik, der ist auch ein Schüler von Nafi'. Nafi' ist ein Schüler von Ibn Umar. Umar al-Sahabi, der Sohn von Umar ibn al-Khattab. Und Nafi', der war sehr streng. Und früher, da ist jeder Imam, jeder Gelehrte hat seinen Charakter. Manche sind weich, manche sind hart, die werden schnell wütend. Also verschiedene Arten, die Emotionen, der Charakter. Imam Malik, er versteckte sich hinter Bäume, während Nafi' läuft und dann er trifft ihn. Er macht so, als ihm trifft und er fragt ihm zwei Fragen. Er nimmt von ihm zwei Sachen und er geht. Und dann nächstes Mal auch so. Er hat von ihm sehr viel Wissen genommen. Deshalb, Imam al-Bukhari sagt, dass die goldene Kette, Silsilat al-Zahab, Silsilat al-Zahabiyya in Überlieferung, ist Malik, von Malik, von Nafi', von Ibn Umar. Das ist die goldene Kette. All die drei sind ein Sahabi, ein Tabi'i und ein Tabi'i-Tabi'in, Imam Malik. Er hat ein anderer Scheich, Ibn Hormuz heißt er. Er studierte von ihm 9 Jahre. Er ging zu ihm nach As-Subh. Also wenn die Sonne aufgeht, er geht zu ihm. Er bleibt bei ihm. Und er nimmt Datteln mit. Er gibt das zu den Kindern von Ibn Hormuz oder die Leute, die bei ihm arbeiten. Er sagt zu ihnen, wenn jemand fragt, nach Ibn Hormuz sagt, er ist beschäftigt. Und er hat richtig. Er hat nicht gelogen. Er war beschäftigt mit Imam Malik. Und deshalb, Imam Malik hat von ihm sehr viel Wissen genommen. Imam Malik ist der Lehrer von Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, der war in Mekka. Er hat von Sufyan ibn Uyayna das Wissen genommen. Und er wollte nach Al-Medina zu Imam Malik. Imam Malik war wie ein König. Und sogar Khalifa Harun al-Rashid, als er nach Al-Medina kam, er hat zu Imam Malik geschickt, kommt zu uns und lass uns von dir Al-Muwatta, weil Imam Malik hat ein Buch, der erste, der ein Buch über Al-Hadith geschrieben hat, richtig so mit Kapiteln, das war Imam Malik. Kommt zu uns und lass uns Al-Muwatta von dir hören. Imam Malik hat geantwortet, die Schüler kommen zum Wissen, nicht das Wissen kommt zum Schüler. Das ist die erste Lektion für Al-Khalifa, obwohl Harun al-Rashid war sehr streng. Das ist die erste Lektion von Imam Malik.
Dann hat Al-Khalifa zu Imam Malik geschickt, dann, wir kommen zu dir, aber lass niemand in der Moschee reinkommen. Also Al-Awam, die normalen Leute, die kommen, die hören. Imam Malik sagt, wenn wir diese Leute ausschließen, dann das Wissen wird nicht nützlich, nicht für dich und nicht für mich und nicht für diese Leute. Dann kam Al-Khalifa zu Imam Malik in Al-Masjid und er sagte zu Imam Malik, lies, also Imam Malik, er liest nicht. Also, weil es gibt zwei Arten von Al-Ada. Entweder der Imam liest und die Schüler hören oder ein Schüler liest und alle hören. Imam Malik hat nie gelesen. Die anderen lesen und er hört, korrigiert und erklärt. Khalifa Harun al-Rashid hat das Buch von Al-Muwatta von Imam Malik gehört, während er in Medina war. Al-Imam Shafi'i kam, das ist die Verwandtschaft jetzt, wir reden über, das kommt jetzt von, das ist von Prophet, du siehst Al-Tabi'in, Sayyid Musayyib, Al-Zuhri, dann kommt der Imam Malik, dann kam Al-Shafi'i zu Imam Malik, der war jung. Und er hatte einen Brief von dem Bürgermeister von Mekka. Er schickte einen Brief zum Bürgermeister von Medina, damit er Imam Malik Al-Shafi'i akzeptiert. Weil früher, jetzt auch, es gibt eine Tradition im Wissen, du darfst nicht bei jemandem studieren, wenn er dich nicht akzeptiert. Du gehst zu ihm, du stellst dich vor und wenn er dich akzeptiert, du bleibst, wenn er dich nicht akzeptiert, du gehst. Also Shafi'i kam mit diesem Brief und der Bürgermeister von Al-Medina kam zu Imam Malik mit Shafi'i. Er hat geklopft. Da kam eine Frau, die hat bei Imam Malik gearbeitet. Die sagt, wartet. Die ging rein zu Imam Malik. Wer ist das, der Bürgermeister von Al-Medina? Sagt er, was will er? Sag ihm, wenn er Hadith hören will, er geht in die Moschee. Ja, also der war so, hat so dieser Bürgermeister behandelt. Danach kam er Imam Malik und hat da kam diese Frau, hat einen Stuhl gestellt vor der Tür von Imam Malik. Dann saß er Imam Malik und sagt, was wollt er? Er hat ihm diesen Brief gegeben, hat diesen Brief weggeschmissen. Sag, seit wann ist das Wissen so? Dann hat mit dem Imam Shafi'i direkt geredet. Er hat gewusst, dass Imam Shafi'i sehr intelligent ist, weil er das Buch Al-Muwatta schon gelernt hat, bevor er zu Imam Malik kommt. Shafi'i war ein Schüler von Malik. Er saß in seinen Halaqat in Al-Masjid al-Nabawi. Er hat von ihm Hadith gelernt. Und Imam Shafi'i war auch in Al-Iraq und in Jemen, in vielen anderen Orten. Aber hier, Imam Shafi'i ist ein Lehrer von Imam Ahmed. Imam Ahmed hat den Imam Shafi'i verehrt. Er hat ihn sehr verehrt. Er hat seinen Verstand, er hat gewusst, dass Imam Shafi'i sehr intelligent ist. Und Imam Shafi'i war sehr intelligent. Also das sieht man von seinen Büchern, wie sein Buch Al-Risale. Imam Shafi'i war ein Beweis in der arabischen Sprache. Also wenn er was sagt, die korrigieren ihre Sprachen. Imam Shafi'i erlebt 13 Jahre mit einem Stamm von Hudayl. Und sogar, es gibt großen Dichter damals, einer heißt Al-Asma'i, sagte, ich habe die Dichtung von Hudayl, dieser Stamm, ich habe das korrigiert vor einem Junge. Imam Shafi'i, von einem Junge hieß Muhammad ibn Idris, Shafi'i. Also Shafi'i, seine Sprache ist sehr, 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 sehr qualitativ. Das im Ilm al-Hadith ist Muhaddith, aber nicht erste Stufe wie Imam Malik und Ahmed. Er erreicht nicht Imam Malik und Ahmed. Deshalb er sagt zu Imam Ahmed, wenn al-Hadith bei dir authentisch ist, sag mir Bescheid. Er war nicht erste Stufe.
Aber im Arabischen, al-Fiqh, der war sehr, sehr, sehr begabt. Genau wie Imam Abu Hanifa, der war sehr gut in al-Fiqh, aber in al-Hadith war er nicht. Er hat nicht so viel Wissen in al-Hadith. Aber in al-Fiqh, der war von erster Stufe von al-Fuqaha, sehr, sehr intelligent. Al-Imam Ahmed, als er nach Mekka gegangen ist mit seinem Freund Yahya ibn Ma'in, um das Wissen zu studieren, dort war die Halaqa von vielen Gelehrten. Halaqa von al-Humaydi, Halaqa von Sufyan ibn Uyayna, das sind die großen Muhaddithun. Also, das war eine große Chance, eine Hoheit der Überlieferung zu bekommen. Bedeutet, dass zwischen diesen Leuten und Propheten gab es nicht viele Überlieferer. Und das ist eine große Chance, so eine Überlieferung zu haben. Und die Muhaddithun, die haben sowas geliebt. Al-Imam Ahmed, er ließ oft die Halaqa von Sufyan und er ging zu Al-Shafi. Yahya sagt zu Al-Imam Ahmed: Wieso lässt du Halaqa von Sufyan und gehst du zu dieser Junge? Der war nicht so alt, Al-Imam Shafi. Der Imam Ahmed sagt: Wenn du eine Überlieferung von Sufyan verpasst, du kannst das woanders finden. Aber wenn du den Verstand dieser Gelehrter verpasst, das findest du nie. Deshalb hat von ihm viel genommen, Al-Fiqh, Al-Hadith, hat von ihm viel gelernt. Al-Imam Ahmed ist auch Imam geworden. Also du siehst jetzt, Al-Imam Malik hat ein Madhhab in Al-Fiqh, Al-Imam Shafi hat ein Madhhab in Al-Fiqh, Imam Ahmed hat ein Madhhab in Al-Fiqh. Al-Imam Al-Bukhari ist ein Schüler von Imam Ahmed. Und er kam zu ihm nach Bagdad, hat von ihm das Wissen genommen. Also Al-Imam Al-Bukhari ist ein Muhaddith erste Stufe. Das ist der Prinz von den Mu'minin, wie wir oft gesagt haben. Und Imam Muslim ist ein Schüler von Imam Al-Bukhari, auch Imam Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, Abu Isa Al-Tirmidhi, ist auch ein Schüler. Und auch Ibn Majah ist ein Schüler von Imam Al-Bukhari. Also du siehst, dass diese Kette, besonders diese drei, die erste 100 Jahre, zweite, dritte, diese Gelehrten von dem ersten, zweiten, dritten 100 Jahre, Al-Muhaddithun, diese Gelehrten und Al-Hadith, das sind eine Familie ist das. Das ist eine Familie ist das. Und Al-Bukhari ist der Frucht von dieser Arbeit, von aller dieser Muhaddithin. Von As-Sahaba bis Al-Bukhari. Also Al-Bukhari hat das Buch Al-Jami' Sahih geschrieben, die authentischen Ahadith. Und jetzt, wenn du Al-Hadith lesen willst mit einer großen Sicherheit, du liest das Buch von Al-Bukhari, auch das Buch von seinem Schüler Muslim. Die beiden Bücher sind in authentischen Büchern nach Allahs Buch. Und auch wenn die beiden überliefern ein Hadith, bedeutet, das ist die höchste Stufe der Authentizität. Obwohl Sahih al-Bukhari ist besser als Sahih Muslim. Das ist also nach diesen 300 Jahren, die Gelehrten und Hadith, also dieser Bereich von Hadith wurde schwach. Weil diese Imame sind nicht mehr da. Wie die Gelehrten sagen, ein Tod von 100 Anbeter ist nicht schlimmer als Tod von einem Gelehrten. Also ein Tod von 100 Anbetern. Die Anbetung ist für dich. Du betest die Nacht, du machst das Dhikr für dich. Du liest den Koran für dich. Du gibst das Sadaqa für dich. Aber das Wissen, das ist für dich und für die Leute. Das ist die Besonderheit der Gelehrten und Muhaddithun. Und deshalb das Wissen von Al-Hadith, das ist ein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein Dua gemacht mit Leuten, die Al-Hadith studieren. Nadhara mri'an
سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دي لغتي دي الحديث إباليفة، دي زي إباليفة. هات الدعاء متين جماخت تس إغا جزشتا لوشتند فادن. Und das, die Gelehrten sagen, es gibt zwei Sachen, die leuchten das Wissen. Das Hadith und Koran natürlich auch, wenn man Koran viel liest, und an Nacht, und die Nacht, das Gebet der Nacht. Zwei Sachen, die machen das Gesicht leuchtend. Und du siehst, diese Muhaddithun, Allah subhanahu wa ta'ala, hat ihnen eine große Stellung gegeben, bis jetzt. Also du siehst, wenn du jetzt googelst, du machst Imam Malik, da kommen tausende von Seiten. Die reden über jemanden, der starb schon lange. Und Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Bukhari, Muslim, alle diese Imam, die haben ein großes Ansehen bis Yawm al-Qiyamah. Und das ist ein Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie die Sunna vom Prophet sallallahu alaihi wasallam bewahrt haben. Die waren der Grund, dieser Schutz von der Sunna von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deshalb dieser Ilm al-Hadith, es ist reguliert. Das ist ein Wissen, was gibt es nicht woanders, bei anderen Ummen, bei anderen Religionen. Das findest du nur bei dieser Umma. Das ist alles reguliert. Bei Überlieferungen, Überlieferer, Stufe des Lernens, von wem er gelernt hat, das ist alles geregelt. Das ist ein Mechanismus, eine besondere, perfekte, schöne Mechanismus, wie das alles läuft. Und das ist diese Verwandtschaft von diesen ersten 300 Jahren. Also das ist, was ich heute mit euch teilen will. Deshalb, wenn man Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam liest und liest die Überlieferungen, er hört diesen Namen, Bukhari, Muslim, Ahmed, dann weiß, von wem hat al-Bukhari gelernt. Ich habe jetzt nur über die bekanntesten Namen geredet. Aber es gibt sehr viele Tausende von al-Muhaddithun, sehr viele. Die waren auch bekannt. Aber das sind die großen Imame, Imam Malik, wie Imam Shafi'i sagt, wenn wir über Hadith reden, Imam Malik ist der Stern. Der Stern. Und Imam Ahmed hat immer Dua mit Imam Shafi'i gemacht. Er hat Dua mit seinem Vater, Mutter und dann macht mit Shafi'i. Abdullah, der Sohn von ihm, sagt, warum machst du immer Dua mit Shafi'i? Sagt, Shafi'i für uns, für die Leute, ist wie Luft. Ist wie Luft. Er weiß, warum er das sagt. Weil das braucht einen Vortrag, um diese Aussage zu erklären, warum er ihm Shafi'i sehr wichtig ist für diese Umma. Durch sein Buch Risala, das Buch von ihm Risala. Wir werden nächsten Tagen über ein Thema reden, warum gibt es unterschiedliche Meinungen zwischen Al-Fuqaha. Weil viele fragen, warum gibt es Meinungsverschiedenheiten in Al-Fiqh? Nicht Al-Aqida, eben Al-Fiqh. Warum gibt es, und das ist eine gesunde Sache, eine gute Sache, dass die Gelehrten verschiedene Meinungen haben. Wir werden darüber reden. Viele sagen, das ist nicht, die verstehen das nicht. Warum ist das so? Das ist eine gesunde Sache, eine gute Sache, dass es verschiedene Meinungen gibt. Wenn nur eine Meinung wäre, das wäre eine große Schwierigkeit für Al-Umma. Ja, deshalb Al-Shafi'i, als er in Al-Iraq war, er hatte ein Madhab. Als er nach Ägypten gekommen ist, hatte er andere Aussagen. Warum? Weil die Atmosphäre hat sich geändert. Die Leute haben sich geändert. Die Leute von Al-Iraq sind nicht Leute von Ägypten. Ja, das hängt auch von dem Ort, wo man lebt. Es gibt viele Sachen, die ändern sich. Natürlich, es gibt Urteile, die ändern nie, wie das Gebet ist Pflicht, Saum ist Pflicht. Aber es gibt manche Angelegenheiten, wo es verschiedene Meinungen gibt. Wir werden reden über das Thema, warum gibt es verschiedene Meinungen zwischen
Fakten gelernt? Was sind die Faktoren, die lassen diese Verschiedenheit existieren? Das ist mein Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euer Wissen mehren und bewahren. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته